Neben mir sitzen Alex und Ingo von den Donuts und die haben heute etwas Besonderes vor, nämlich sterben in Dark Souls 2. Ihr kennt auch die beiden Vorgänger schon, richtig? Ja, genau. Also Demon's Souls ist, glaube ich, eines meiner Top-10-Spiele aller Zeiten und ich war der stolzeste Mensch der Welt, als ich es durchgespielt habe. Und bei Dark Souls bin ich in der Tat, ich weiß nicht wie oft, immer an der gleichen Stelle gestorben und ich habe es so drei Viertel durch und immer noch nicht ganz, aber ist mir auch ganz egal, weil es gibt ja jetzt bald Dark Souls 2 und wir dürfen es heute auf Herz und Nieren und Tod testen. Das finde ich ganz geil. Das Ding dabei ist aber, dass ich so der Noob bin. Also ich habe Demon's Souls ein Viertel durchgespielt vielleicht, fand es super, aber wie es immer mit der Band dann so ist, man fährt auf Tour, geht ins Studio, hat sonst irgendeinen Termin und dann kann man seine Konsole nicht mitnehmen und man kommt nicht mehr so richtig wieder rein. Du hast das irgendwie bei Dark Souls 1 auch irgendwie erzählt. Ne? Wenn man einmal dann weg war, muss man sich richtig wieder einarbeiten. Genau, ich hänge immer noch an einer Stelle, also an einem Bossgegner, der für andere Leute gar nicht so ein großes Problem war. Ich habe da wieder bei anderen Bossgegnern nicht so ein Problem gehabt. Aber was ja wirklich in der Tat stimmt, ist, dass Demon's Souls und Dark Souls genau das Gegenteil oder der Gegenentwurf zum Casual Gaming halt einfach sind. Und das ist für viele Leute einfach tierisch frustig. Ich finde das aber herausfordernd, ehrlich gesagt. Das hat aber auch genau eben diese Komponente, dass wenn du eine längere Zeit nicht gezockt hast, du dich wirklich richtig wieder einspielen musst, um da halt erstmal wieder auf ein Level zu kommen, wo du halt irgendwie klarkommst da, wo du halt gerade stehst. Von daher, es soll angeblich hier bei Dark Souls 2 am Anfang ein Tutorial geben. Ich bin mal gespannt, wie schnell man da sich jetzt wieder reinfindet. Aber ich habe so mega Bock, weil die Vorgängerteile sind beide Killer. Dann würde ich sagen, geben wir einfach mal das Gamepad an dich weiter. Aber es gibt eine kleine Regel, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ihr tauscht, wenn einer stirbt. Ja, das würde ja bedeuten, dass man alle 2 Sekunden so durchtauscht, oder nicht? Ja, schauen wir mal, bei Bosskämpfen könnte es hier dann häufig dazu kommen. A place where souls may mend your ailing mind. Bei der ganzen Serie finde ich ja, das ist so runterziehend düster. Das macht einen echt fertig. Ja, auf jeden Fall. Also, aber genau sowas liebe ich halt daran. Das ist halt eben auch, also es hat so eine spezielle Atmosphäre, dass es halt eben genau nicht für Casual Gamer ist. Das finde ich super. Ja, würde ich jetzt schon kaufen. Wir haben jetzt 20 Sekunden ungefähr. Ja, es reicht mir vollkommen aus. Aber so eine richtige Story gab es eigentlich nie. Ne? Es war immer so, also so ein bisschen, aber ist auch egal. Also ja, bei Demon's Souls zum Beispiel, das hat sich dann schon wirklich so entsponnen. Du bist halt nur einfach ganz am Anfang, und das ist auch Teil von dieser ganzen Serie einfach immer gewesen, du hast immer das Gefühl, du bist ganz alleine und jeder ist dein Feind. Und die, mit denen du sprechen kannst, lachen dich eigentlich die ganze Zeit nur aus. So. I believe they called it Drang Lake. Ich würde gerne so einen Film sehen, so. In dem Stil? Ja, die können gerne mal Dark Souls der Film rausbringen. But one day, you will stand before its decrepit gate, without really knowing why. Ingo ist ja Vegetarier, ne? Aber Drachen macht er trotzdem gern alle. Ja, aber ich stell mir vor, die sind aus Tofu gemacht. Die bekannten Tofu-Drachen. Ja. Also da hast du doch direkt schon Bock, so ein Zelt aufzuschlagen. Ich weiß nicht, ob ich da campen würde. Das waren die letzten Leute, die da gecampt haben. Ja, sehr gut. Man fragt sich doch, warum macht er nicht einfach entspannt Urlaub auf Mallorca oder so? Warum muss er jetzt dahin, wo die Leichen rumliegen? Und hat das mit dem Fluch zu tun? Ja, weißt du, das hat mehr mit dem Fluch zu tun. Ja, er ist verflucht worden, dieses Symbol, das da auf ihm erschienen ist. Und das ist mehr oder weniger seine Chance, diesen Fluch aufzuheben. Ich hätte ansonsten, also meine Theorie wäre ansonsten, der Typ hört zum Beispiel Morbid Angel oder Cannibal Corpse und will das gerne mal auch im Bild sehen. Achso, der sucht sich jetzt was raus, was möglichst nach einem Cover aussieht. Der ist Death Metal Fan, das stelle ich mir jetzt vor. Partisane, wer wärst du denn so? Wer sind wir denn? Wen nehmen wir denn? Was für eine Richtung? Ich bin mal gespannt, wie es halt überhaupt funktioniert. Also, das gute alte Leuchtfeuer, das, ja. Die wird es auch wieder geben. Sehr gut. Hast du schon ein bisschen gespielt? Ich habe nur ganz kurz reingeschaut und klar mich vorab informiert. Ich
möchte mich ja komplett überraschen lassen. Ich bin ja, also genau, das wollte ich vorhin noch sagen, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Also ich wäre jetzt dann so derjenige, der hier total abkrückt und an dem man sehen kann, wie läuft denn das, wenn man neu einsteigt? Ingo ist so der Veterane. Nee, das kannst du trotzdem auch nicht so sagen. Das hat auch echt, also bei Dark Souls und so hat es auch echt eine ganze Menge wirklich mit Try and Error zu tun, weil einfach auch echt wirklich tödliche Fallen ausgelöst werden, wenn du auf eine falsche Bodenplatte trittst und so weiter und so fort. Also da kann auch für mich alles passieren. Das sieht soweit erstmal alles so aus wie, also von der Benutzeroberfläche wie der erste Dark Souls Teil. Ich fühle mich also quasi schon zu Hause im Nicht-Zuhause. Also erstmal in die andere Richtung gehst. Ja, weil ich erwarte immer, dass da irgendwelche Sachen liegen, für die ich halt irgendwie ein Achievement bekomme. Das Rückwärts-Einparken-Achievement. Aber ist dir das mal aufgefallen, das ist ja wirklich der absolute Trend, ist das ja geworden, dass man immer irgendwelche Sachen halt sammelt oder sowas und man sich deswegen gar nicht mehr so auf das Hauptding konzentriert. Ich möchte mich hier nur aufs Sterben konzentrieren. Das ist das Hauptding. Ja. Und auch schon wieder kein einziger Sound, nicht irgendwie großartig Hintergrundmusik oder sowas, diese merkwürdige Tristesse. Oh. Ich habe noch nichts, womit ich... Das ist doch dein Hund. Komm her. Wo finde ich denn jetzt wohl was, womit ich mal... Ich bräuchte doch ein Schwert oder sowas. Wir haben Glück, dass wir Ingo hier haben und nicht sein Bruder Guido. Weil der versucht eigentlich immer, jedes Spiel so schwachsinnig wie möglich zu spielen. Also der hat jetzt schon versucht, ob man mit Wasserfarbe irgendwelche Bilder an die Wand malen kann oder so. Also vom Setting her gefällt es mir jetzt schon wieder saugut, weil es einfach ultra düster ist und man hat echt das Gefühl, man ist wirklich wieder ganz allein. Bis auf die drei unheimlichen Frauen in der Hütte. Ist das die Frau, die wir gerade auch im Intro hatten? Ich glaube schon, oder? Uns fehlt das Spittenrad. Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. Tipp ab. Also die knutschen jetzt nicht gleich unbedingt. Hoffe ich. Also ich fühle mich jetzt gerade, muss ich sagen, doch wieder so als Westfale, doch wieder sehr zu Hause, weil das hat so ein bisschen was von, sagen wir so, in Riesenbeck Kaffee und Kuchen halt irgendwie so, weißt du? Also mit so alten Frauen und so sitzt. You're finished. You'll go hollow. Willst du, hast einen Wunsch, wie du heißen willst? Weiß ich nicht, Count Grishnack oder was? Das finde ich eigentlich ganz gut. Korn, wir nennen es jetzt Cotton. Ist mir scheißegal. Ja, so. So. Tierischer Name, nehmen wir. Ja. Ich nenne mich meistens einfach wirklich Ingo oder so. Ich habe ja damals mal kurz so eine World of Warcraft-Eskapade gehabt und da hieß ich kurze Zeit Copperpot, bis mich alle scheiße fanden und keiner mich mehr auf dem Server hat mitspielen lassen. Deswegen zocke ich nämlich sowas viel lieber alleine. So. Ja, das ist ein tierischer Name. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. Ich finde es ja geil, dass immer zum Ende einer Konsolengeneration nochmal die richtigen Vollkracher rauskommen. Also, ich wette allerdings, wenn das jetzt für die PS4 käme, wäre es auch ein ganz schönes Verkaufsargument. Aber ich finde es super, dass man wirklich am Ende sagen kann, so jetzt wird nochmal richtig ausgepackt. Deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ah ja, okay. Was für Klassen haben wir denn? Ich habe im Normalfall halt bei den anderen Teilen mir immer irgendwie so eine Mischklasse ausgesucht, halt jemand, der so sowohl Nahkämpfer irgendwie ist, als auch von weitem halt irgendwelche Spells halt so loslassen kann. Sowas wie so ein Kampfmagier oder sowas in der Richtung. Ich habe immer Angst, dass ich die Zauberei nicht kapiere
Und hab dann immer eher die mit den großen Kloppern. Auf Nummer sicher gehen. Ja, naja. Also man muss sich dann zwar immer richtig reinwagen in das Handgemenge, aber irgendwie, wenn es so richtig Wumms macht, ist halt auch gut. Okay, der Bettler ist halt wieder der für die Leute, die doppelt gerne sterben, weil der hat gar nichts. Auf Objekte vertraue ich auch nicht so richtig. Ich will nicht einfach nur ein Zauberer sein. Ist er denn, wissen Sie, die Zauber mit hoher intelligenten Einstimmung? Der ist eher so ein Weißmagier, würde ich tippen. Boah, Bogen. Schwertkämpfer. Sollen wir einen Ritter nehmen? Oder was machen wir? Ja, komm, nimm mal einen Ritter, was soll das? Das wird schon funktionieren. Alles klar, was hat er für Gaben? Okay, alles klar. Man kann direkt am Anfang dem halt eine Gabe halt irgendwie mitgeben, die... Okay. Ein Lebensring, der die Hitpoints ein bisschen erhöht. Weiß man jetzt nicht so richtig, was man da auswählt, ja, oder? Das macht's halt aber auch irgendwie wieder spannend, weil ich meine, du hast halt, möglicherweise hast du eine herausfordernde Arschkarte gezogen, weißt du? Ich finde auch das versteinerte etwas großartig, was einem nicht sagt, was es ist. Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Das würde ich jetzt zum Beispiel eher nicht nehmen. Ich bin ja großer Fan davon, dass man zuerst mal ein paar mehr Hitpoints hat. Also von daher, ich nehme mal jetzt einfach den Lebensring, das finde ich gut. Ein Ritter mit einem Lebensring. Klingt total gut. Und bist du so einer, der Körper und Aussehen auch noch bearbeitet? Ja, in der Tat. Ja. Ja, komm, was soll's. Ich habe ansonsten mir immer so Schnurrbärte und sowas noch gemacht. Also möglichst so ausgesehen wie so ein Ruhrpottschläger oder sowas. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Also auch jetzt wieder um den Fluch. Wir müssen den Fluch loswerden. You never know. Da lachen sie schon wieder. Du bist immer in Dark Souls und Demon's Souls immer nur ausgelacht von den Leuten, mit denen du tendenziell sprechen könntest. Einer der Entwickler sagte, sie wollen ihre Spieler nicht runtermachen, sondern sie wollen sie nur durch diese Erfahrung gehen lassen, um dann umso mehr zu triumphieren. Ja, das ist ja in der Tat auch wirklich das Geile, muss ich sagen, soweit ich das halt gespielt habe. Hat das so ein bisschen so einen Effekt? Ich habe neulich noch einen Artikel gelesen über dieses Flappy Bird, was eine Zeit lang jetzt gerade so super populär auf den Telefonen war. Das ist so ein bisschen das gleiche Prinzip, dass man selbst schuld ist, wenn es nicht klappt. Und sich riesig freut, wenn man sich genug konzentriert und gut genug spielt, um vorwärts zu kommen, um jetzt hier irgendwie einen Endgegner platt zu machen oder bei Flappy Bird halt irgendwie einen neuen Highscore zu erreichen. Aber das ist genau das, was so super dran funktioniert, finde ich. Dass man nicht über alle Maßen, es gibt ja manche Spiele, da wirst du so an die Hand genommen, dass du denkst, okay, ich spiele gar nicht mehr, sondern ich werde gespielt, kann dir hier nicht passieren. So, jetzt haben wir unseren Ritter. Es ist wieder das gute alte Prinzip, selbst wenn du ins Menü gehst, ist nicht Pause angesagt. Also atemlose Todesaction. Ich habe mir wirklich auch immer echt bei den alten Teilen, wirklich immer kurz bevor man durch Nebel gegangen ist oder sowas für so einen Endgegner, da bin ich dann erstmal noch ausgiebig auf Toilette gegangen, habe vielleicht vorher eingekauft und so, aber ich habe immer irgendwo mir einen Ort gesucht, wo ich wusste, okay, alles klar, ich habe sie jetzt erstmal alle kalt gemacht, hier kann ich jetzt erstmal stehen. Und selbst dann habe ich trotz allem mit schlechtem Gewissen das Joypad weggelegt. So, Blut, also wenig und aus halte ich für keine Option. Ich würde sogar sehr einsagen, wenn man das auswählen kann. So, was haben wir hier? Alles klar, Inventar, alles wie gehabt. Gibt es denn sowas wie diese Phantom-Online-Geschichten auch? Ja. Und auch, wie ich gehört habe, noch ein bisschen unnachgiebiger. Also die können einen jetzt immer erwischen. Ja. Ich habe mal bei Dark Souls an einer Stelle so triumphiert, weil ich gerade halt wirklich eine Stelle hingekriegt habe, die halt echt schwierig war. Und dann kam halt irgendwann so ein dummes Phantom an und hat mich so hinterrücks zusammengekloppt. Und ich wollte erst die IP-Adresse zurückverfolgen lassen. Er hätte aber wirklich langen Hafer gegeben, da kannst du mal glauben, ey. So. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal raus in die unwirtliche Welt. Ohne Helm, haben wir keinen Helm. Wir haben keinen Helm. Das ist schlimmer als Motorradfahren ohne Helm. Bei Dark Souls ohne Helm rausgehen, das geht überhaupt nicht. Nee, Motorrad rausgehen, das ist viel schlimmer. So. Aha.
das gute alte Leuchtfeuer. Entzünden, hinsetzen. Ja. Damit hätten wir dann also den Punkt, an dem wir spawnen, wenn wir jetzt die nächsten 300.000 Mal sterben in den nächsten 5 Minuten. Spielen wir quasi offline dann jetzt hier oder sind wir schon in irgendeiner... Das ist noch offline, reiner Singleplayer. Beta online, okay. Das fand ich ja auch so das Interessante, dass dieses Online-Konzept halt so einzigartig war im Prinzip. Ne? Dass du mit den Nachrichten, die man hinterlassen kann. Ja, genau. Und dass du ja irgendwie zusammenspielst, ohne zusammenspielen zu müssen oder wirklich zusammenzuspielen. Aber ich weiß nicht, hier kann man, glaube ich, auch wirklich zusammen gegen irgendwelche Endgegner antreten und so. Ne? Okay, ja. Ah, ich verstehe. Dann ist so halt quasi so ein bisschen das Tutorial, in dem halt so Steine und Monumente rumstehen, wo drauf steht, was so passiert und was so los ist. Ja, dann wollen wir doch mal. Da wäre jetzt zum Beispiel so ein klassischer Nebel, wo man erstmal denkt, besser geht man nicht durch. Ach so, gibt's halt diverse davon. Dann dürfte es wohl wahrscheinlich dahinter jeweils immer so ein kleines Tutorial geben zu was auch immer. Gehen wir mal rein, komm, was soll das? In diesem Moment wäre man normalerweise schon in 5 Sekunden tot, wenn es ein Endgegner wäre. Okay, da haben wir wieder was. Ja, rechts. Angriff. Na komm her. Das von Papa für dich. Genau. Ich bin ein bisschen enttäuscht, das hat funktioniert. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Nee, eigentlich bin ich sehr stolz darauf, dass es funktioniert hat. Mit R3 Zielfixierung ein aus. Ah ja, okay. Mhm. Sowas, wenn man die Ziele anvisieren kann. Ich glaube, ich hatte es damals das erste Mal bei Zelda gegeben. Mhm. Ah ja. Klassischer Sprint. Oh. Ja, genau. Genau da fängt es nämlich schon an. Die lauern sie dir beim Tutorial von hinten auf. Drecksäcke. Ja. Und da hat man nämlich jetzt schon keinen Bock mehr runterzugehen. Das guckt man sich nämlich jetzt erstmal 2 Stunden lang an, läuft die ganze Zeit hier so auf und ab und denkt sich so, oh, besser nicht. Ja, das tut mir halt sehr leid. Ich wollte mal gerade von nebenan auch ein Pad. Darf man das da abmachen einfach so? Oder nicht, damit ich so ein bisschen im Trockenen schon mal mitüben kann? Beim Tutorial, wenn ich mir das Pad rüberhole. Ich habe mir übrigens den Nacken verdreht heute Nacht. Deswegen gucke ich ein bisschen doof. Ja, hier kriegst du gleich hier den Nacken verdreht. Also, ich muss das. Auch bisher läuft's doch. Ja, aber das ist Anfängerglück, glaube ich, in dem Fall. Ein Dolch, schön. Bis Ingo stirbt, werde ich mal hier im Trockenen das so mitverfolgen, damit ich mir die Steuerung schon mal so ein bisschen angewöhnen kann. Sollen wir mal eben ganz kurz Pause machen? Ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. An dieser Stelle möchte ich kurz ein Getränk trinken, damit ich weiß, dass ich es mir verdient habe zu sterben. Wir legen eine kurze Pause ein vor dem Rattenmonster oder was auch immer es ist und sehen uns dann im nächsten Video. Toi, 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 wenn wir da noch leben.